So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Es ist immer noch das Frühlingsevent im vollen Gange. Die Leute sind auf der Suche nach Chanera, Hytera, sonst was, Gobble, alles shiny, sonst was. Aber das ganz Besondere sind die 2 Kilometer Eier. Da soll es ja diesmal das Baby Vonera als shiny geben mit Blumenkranz. Geronimatz taucht wieder auf in den Eiern. Das ist auch besonders cool. Was gibt es noch? Pichu mit Blumenkranz, Shiny, alles Mögliche. Ihr könnt Togepi-Bonbons sammeln. Ganz viele. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe mir jetzt hier meine Kommandozentrale eingerichtet. Das sieht dann ungefähr so aus. Hier ist ein Handy. Hier ist ein Handy. Hier ist eine Maske. Hier ist was zu naschen, ne? Filinchen, die müssen nämlich weg. Hier der Tanga mit was zu trinken. Und ich möchte jetzt mal ein paar Eier brüten. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, 100 Stück zu brüten. 102 Kilometer Eier auf der Suche nach Shiny Vonera mit Blumenkranz. Shiny Vonera habe ich schon, mit Blumenkranz habe ich nicht. Ist wieder mal das seltenste Shiny. Mal gucken, ob das passt, ob das alles in die Folge reingeht. Das Wetter ist leider so bescheiden. Es regnet. Das sieht aus wie eine Brauerei. Es regnet und regnet und regnet. Es ist windig, es ist kalt, ne? Also wundert euch nicht, die Auto Edition mit Ramses der Dicke, 2 Kilometer Eier brüten und wir gucken mal, was da alles drin ist. Wir freuen uns auf jeden Fall schon. So, die ersten Eier gehen auf. Ihr seht immer 2 Kilometer Eier. Es kann natürlich immer mal sein, dass trotzdem ein 5 Kilometer Ei mit dazwischen huscht oder ein 10 Kilometer Ei. Wir werden jetzt einfach durchrotzen, ohne zu bewerten. Hier ein Felino, was mich schon sehr stört, weil ich dachte wirklich, in den 2 Kilometer Eiern sind nur die Event-Pokémon drin. Sowas wie das hier. Das kann drin sein. Das ist okay. Ihr könnt ja auch mal auf den Staub achten. Ihr könnt auf die XL-Bonbons achten. Aber ihr wisst, wir suchen eigentlich nur Shiny Vonera mit Blumenkranz. Über ein Shiny Geronimatz würde ich mich noch freuen. Oh, Evoli mit Blumenkranz, okay. Habe ich ja schon alle Shiny Evolis mit allen Familien und Entwicklungen. Haut mich also auch nicht vom Tisch, ne, wa? Geronimatz ist eine Sache an sich. Geronimatz habe ich eigentlich der Familie voll, aber einer ist lucky. Deswegen brauche ich den unbedingt nochmal. Pichu wäre eins noch interessant, denn ich habe gesehen, ich habe ein Pichu mit Kranz. Ich habe ein Pikachu mit Kranz in Shiny. Aber ich habe kein Raichu mit Kranz in Shiny. Das heißt, ich bräuchte noch ein Pikachu oder ein Pichu. Ja, toll, Walmer. Warum ist da Walmer drin, Mann? Es ist schon so gering, die Chance auf Geronimatz oder auf Mamfax. Geronimatz, Mamfaxo. Nee. Mamfaxo und Vonera müssten die seltensten sein, gerade in den 2 Kilometer Eiern während des Events. Und dann packen die euch noch Walmer rein, ja? Warum macht ihr nicht bitte einfach nur Event-Pokémon? Ich weiß, ihr verdient alles super. Die Leute sind eh süchtig und brüten. Ja, finde ich trotzdem irgendwo ein bisschen Mist, ein bisschen unfair. Also, ich bräuchte noch ein Pichu, damit ich ein Pikachu noch entwickeln kann. Oder ein Pichu noch entwickeln kann und das Pikachu so lassen und so weiter. Ansonsten, ja, haben wir jetzt nur 5er drin, müssen noch mal welche sammeln. Gucken dann, wenn die nächsten aufgehen. Bis jetzt noch nichts Spannendes dabei. So, werden 18, 8, 18. So werden 8, 8. 8 Eier in der ersten Fuhre, leider war wie gesagt ein 5 Kilometer Ei dabei. In der zweiten Fuhre kam leider schon wieder 2 5 Kilometer Eier bei. Hier ist auch das erste Vonera drin, wie gesagt, ist das seltenste zusammen mit Mamfaxo. 187, der alte Rowdy. Wir haben jetzt also 6 Stück, sind dann bei 14, also 100 Stück. Boah. Ich glaube, das Video kommt heute gar nicht mehr online, weil das Schneiden und das Exportieren dann noch so lange braucht. Noch ein Evoli am Start, aber Evoli, wie gesagt, haben wir alle Entwicklungen in Normal, in Shiny, in Blumenkranz Shiny. Vonera haben wir auch als Shiny und die Vonera Hytera Familie, nur halt mit Blumenkranz noch nicht. Ist das so wichtig? Ich finde halt, weiß ich nicht. Früher habe ich gesagt, brauchst du nicht. Evolis mit Blumenkranz, weg. War gutes Tauschmaterial. Haben die Leute immer gerne genommen. Dann irgendwann hast du alles gehabt. Und hast halt selber wieder gesammelt. Skobble hierbei. Skobble natürlich auch als Shiny jetzt neu. Wenn wir gucken, sitzt überall rum. Haspirau Shiny, Skobble Shiny. Alles Shiny, alles was überall rum sitzt. Ich finde Pikachu spawnen relativ wenig. Hier die kleine blaue Maus.
Azuril in grün. Habe ich aber auch schon voll. Habe ich sogar mehr, als ich brauche. Könnte man sogar eine verlosen. Muss man aber nicht, ja. Die Leute werden eh viel zu sehr verwöhnt. Ein Pichu. Weiter. Okay, wunderbar. Gibt es auch einen XL-Bonbon. Ich glaube, irgendwann kann ich dann mal einen Pikachu maxen auf Level 50. Richtig heftige Socke. Das waren, glaube ich, schon sechs Stück, ja. Muss nochmal fangen, nochmal sammeln und dann... So, die nächsten Eier gehen auf und natürlich haben jetzt auch die 3-5 Kilometer Eier mit drin. Ich bin mal gespannt, ob ich danach wieder welche bekomme. Ich hoffe es nämlich nicht. Das bringt die ganze Planung durcheinander. Obwohl, gegen ein Kiesling mit XL-Bonbon hat man eigentlich nichts. 114 XL-Bonbons schon hier. Bewertungen, wie gesagt, lasse ich jetzt aus. Bewertungen werde ich vielleicht dann am Ende mal machen. Also wenn dann alle 100 geschlüpft sind, gucken dann über die Schnellsuche 4 Sternchen, ob da ein 100er dabei war von irgendwas oder werde mir das fix angucken. 5 XL-Bonbons beim Trassler. War auch das 5-Kilometer-Ei, glaube ich. Und es scheppert und regnet und rascht alles Mögliche. Ich glaube, das eine 5er hat es aber gar nicht angezeigt irgendwie. Die gingen alle so unterschiedlich auf. Kann sein, dass das gar nicht mehr dabei war. Hier noch einer Azuril. Also wenn das nicht kommt, sage ich euch gleich aber, was das ist. Ich habe es nämlich aus Versehen schon gesehen. Ist wohl sein Lieblings-Pokémon. Jetzt wisst ihr es also auch. Skobble auch am Start. Ach, ist der nicht schön, ne? 524 XL-Bonbons, da können wir doch mal so einen Krabbit maxen. Der Bierbauch-Bunny. Wer kennt ihn nicht? Finde ich trotzdem aber als Krabbit schöner als Shiny-Krabbit. Das sieht gar nicht mehr so bierig aus. Carbador. Warum Carbador im 2-Kilometer-Ei während des Events? Pack da doch mal noch ein paar Vonera rein, ja? Lass doch mal die Faxen, es ist eh nur 5 Tage. Von Sonntag bis Donnerstag ist Zeit und dann brütet ihr Carbador. Ich meine, er hat schon 5 Sea-Days gehabt, gefühlt, und in jedem Event ist er am Start. Irgendwann ist ja auch mal gut, denke ich mir. Beziehungsweise seht ihr gleich das Pokémon noch, wenn es wirklich nicht kommt. Haspiror, okay. Müsste... Nö, da ist noch was. Ich blick selber nicht mehr durch. Ich glaube, wir sind dann bei 23 Eiern oder so ungefähr. Also ein Viertel habe ich geschafft. Brauche ich nochmal 3 Viertel, damit es weitergeht. Evoli XL-Bonbons sind eigentlich auch cool. Da könnt ihr alle Evoli-Entwicklungen mal maxen. Ach, hier ist, glaube ich, das letzte, das fünfte. Also das, was vorhin... Ja, Schlurp. Schlurp ist drin. Haben wir eine 16 XL-Bonbons, genau. Das dürften jetzt alle sein. Zeigt es auch an. Neue Eier. Und hoffe mal nur 2 Kilometer diesmal. Bitte. Herrlich, ich sag's euch. Also nicht das Wetter, aber ich habe es geschafft, 9 2 Kilometer Eier zu bekommen. Das heißt, Shiny Pichu mit Blumenkranz. Ja, da guckst du, ne? Braucht man aber nicht. Also, beziehungsweise, ja, braucht man, aber... Habe ich schon jetzt außerhalb des Videos gebrütet gehabt, aber trotzdem, ist das nicht cool? Wollen wir das verlosen vielleicht? Wenn ich eins mehr habe, als ich brauche, schon wieder Carbador, Alter. Was geht ab? Braucht irgendjemand ein Shiny Pichu mit Blumenkranz? Ist das selten? Ist das nicht so selten? Shiny Pichu gibt's ja öfters, könnte man sagen. Mit Blumenkranz immer nur während des Events. Ist also eigentlich seltener als ohne Blumenkranz. Aber viele sagen auch, gerade die kostümierten Shinies haben gar keinen Wert, weil die leichter zu bekommen sind. Kann ich nicht nachvollziehen, ne? Owei auch im Ei, also das passt wenigstens zum Event. Trotzdem, guckt euch das an. Da sitzen schon 3 um den Stop herum und dann kommt das noch aus dem Ei. Wer Owei brütet, also, ja, man kann sich's ja nicht aussuchen. Haspiror auf jeden Fall hier noch dabei. Da wird's auf jeden Fall nicht langweilig. So, mit den nächsten 9 Eiern. Jetzt müssen wir dann bei, glaube ich, 32 ankommen. Azuril Shiny. Aber brauche ich ja eigentlich auch nicht. Aber schönes Opening jetzt an dieser Stelle, da einfach 2 Shinies drin zu haben. Jetzt ein Vonera mit Blumenkranz, bitte. Und noch ein Geronimatz, damit ich das... Dummiesel. Ja, dann ist natürlich wichtig, dass Dummiesel in den Eiern ist, ne? Wenn man schon Geld ausgibt für Brutmaschinen. Ich weiß gar nicht, wieso ich so viel... Mamfaxo.
Ey, Mamfaxo ist so selten. Ich glaube, aus 100 Eiern ziehst du ein Mamfaxo und dann war's das. Es wurde ja spekuliert, ob das auch als Shiny eingeführt wird, weil das noch fehlt. Ist aber leider nicht eingeführt worden. Sonst wäre das jetzt direkt das Shiny gewesen. Ich hab's doch gewusst. Noch ein Evoli hinterher. Und hier laufen immer zu die Leute lang. Die lassen sich, glaube ich, alle impfen. Weil hier so eine Impfstelle ist. Keine Eier mehr. Ich sammle wieder Eier. Und guck mal bei den nächsten 9, ob da auch wieder ein Shiny dabei ist. Vor allem ist es jedes Mal so schön, dass ihr habt Radio an, ihr friert euch hier den Arsch ab, ihr habt Radio an, da kommt immer übelst die Musik. Gerade Gigi D'Agostino drauf, seit 200 Jahren nicht mehr gehört. Und dann jedes Mal Geronimatz. Jedes Mal Geronimatz, genau. Dann jedes Mal dann, wenn ihr ein... Bruder, muss los. Jedes Mal, wenn ihr dann ein Ei brüten wollt, ein Ei schlüpfen lassen wollt... Schon wieder Pichu. Müsst ihr natürlich die Musik ausmachen, sonst wird wieder das ganze Video gesperrt. Alles klar. Alter, bleib jetzt stehen gefälligst. Es regnet. Nein, der will abhauen. Und Togepi. Oh, schön für die Bonbons. 16XL, das ist nix. Meryl, Azuril, ja. Zip. Da ist sogar ein 5er Raid Boss. Hm, den kann man ja gleich noch mitnehmen, so, wenn man schon mal draußen ist. Nein, da habe ich jetzt keinen Bock dazu, keine Zeit. Das nächste Togepi wieder mit 12 Bonbons, 16XL. Gut, jetzt hat er sich an die Arena gehangen. Sehr schön. Hier gehen die Impfleute ein und aus, das nächste Togepi. Vielleicht sollte ich, wenn ich hier rumstehe, einfach mal mit reingehen und einfach mal mitmachen. Keine Ahnung, was das dann an einem ändert, wie sich das auswirkt. Hab leider jetzt nur 8 2-Kilometer Eier bekommen, weil schon wieder ein 5er Ei dabei ist. Das Gute ist, der Tiri aus dem 2-Kilometer Ei, okay. Das Gute ist, ich bin jetzt bei 40 Stück, wenn wir das 5-Kilometer Ei weglassen. Und bis das aufgeht, haben wir nochmal 2-3 Runden gebrütet. So habe ich einen besseren Überblick. Das konnte ich wenigstens jetzt in die Unendliche packen. Gucken mal hier rein. Das ist bei 0,9, genau. Weiter nochmal 8 holen. In der Hoffnung, dass das wirklich 8 sind und nicht jetzt noch ein 10er reinfliegt oder irgendwas. Das hält den ganzen Betrieb auf. So, Glück im Unglück, wir haben wieder 8 2-Kilometer Eier bekommen, ist kein 5er dabei, kein 10er, natürlich trotzdem doof, dass der eine Platz belegt ist. Das nächste Azumarill, in anderen Gruppen regen sich die Leute auch schon auf, dass sie ungefähr gefühlt 30 verschiedene Pokémon in die 2-Kilometer Eier packen, dass man auch ja keine Möglichkeit, keine Chance hat, das zu ziehen, was man möchte. Geronimatz ist ja zum Beispiel auch in den Raids wieder zurück, hier ein Togepi habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, das kommt nur aus den Feldforschungen und aus den Eiern. Aber so kann man natürlich gezielt Geronimatz Raids machen. Wäre vielleicht auch noch eine Option. Obwohl ich Geronimatz ja schon 2 habe. Ich habe ja die Familie theoretisch voll. Wäre ich nicht so beschränkt und würde Lucky Shinies immer verschmähen, könnte ich einfach Ruhe geben. Denn das hat letztes Mal auch aus dem Raid eine 450er Quote gehabt, also 1 zu 450 die normale Standardrate, und man musste theoretisch 450 Raids machen, um einen Shiny zu bekommen. Und das ist natürlich mächtig teuer, ja. Hier das nächste Geronimatz, leider nicht Shiny. Wir sind ja noch nicht fertig, vielleicht ist ja noch ein Shiny dabei und das mit dem Raiden erspart sich. Auf der anderen Seite, was will man sonst raiden, wenn man die Champion-Medaille mal voranbringen möchte? Muss man ja normale Raids machen, die keine legendären sind. Und da finde ich immer gar nichts. Würde Geronimatz natürlich gut reinpassen, um die Medaille zu boosten. Obwohl es da natürlich nicht viele Erfahrungspunkte und nichts gibt. Aber ist das eine Option? Einfach 1000 Geronimatz Raids machen, in der Hoffnung nochmal auf das Shiny. Damit ich das Lucky Shiny dann wegwerfen kann. Sitzen immer noch Eier. Da war noch ein Toggle-Tick. Ihr seht, wie selten, wie oft haben wir jetzt Monera dabei gehabt? Einmal, glaube ich. Und Mamfaxo, einmal oder so. Gut, Dummiesel auch einmal, aber das ist ja egal, das braucht ja kein Mensch. Mensch, hätte ich mein Zeug dabei, hätte ich vielleicht hier den 5er da noch machen können.
1,8, das passt ja genau. Denn die Zweier brauchen ja 700 Meter und dann geht in der nächsten Runde auch das Fünfer mit auf. So, die nächsten Eier gehen auf und ihr seht, 8 Zweier plus das Fünfer ist endlich weg, dass es schneller vorangeht, denn kurze Hose bei dem Wetter und dann noch Auto und dann noch kalt und dann noch tot, ne, Somniam auch noch, also da kommt immer mehr zusammen, was gar nicht zusammen gehört. Wir sind trotzdem immer noch auf der Suche nach Geronimats, aber eigentlich nach Vonera und da ist auch Vonera am Start, aber natürlich nicht das Shiny. Naja, jetzt haben wir, glaube ich, 2 Vonera, aber nur ein Mamfaxo. Obwohl Mamfaxo ja sowieso komplett egal ist, weil es ja eh nicht als Shiny drin ist, wurde ja nicht veröffentlicht, also. Sie hätten mal einen Skoppel noch reinschmeißen können, so. Wenn das eh schon, da sitzt eins, aus dem Ei kommt eins, hätten sie aus dem Ei noch ein Shiny zünden können. Das wäre natürlich noch interessant gewesen. Evoli, soll ich aufheben, soll ich allen Ispo geben? Der Ispo fängt wahrscheinlich momentan gerade wieder an, aktiv zu spielen. Hat gesagt, er braucht Evolis, ob ich ihm Evolis geben kann. Er hat keine Evolis, er muss aber für die Aufgabe natürlich alle Evoli-Entwicklungen machen. Das nächste Geronimats, okay, da rasseln die Bonbons nur so rein. Das heißt, er hat ein Flamara, glaube ich, entwickelt, jetzt hat er gar nichts mehr. Er braucht also Aquana Blitzer und die anderen 4 kann er ja beeinflussen. Und bei den 2 ist es halt noch random, da kann es natürlich sein, er entwickelt 10 Stück durch, bis er endlich die 2 Stück hat, die er noch braucht. Jetzt kommen ihm gleich die Felinchen wieder hoch. Noch ein Owei hinterher. Ihr seht, wir müssen hier wirklich ranklotzen, zügig. Das Video darf auch nicht so lange gehen. Je länger das Video dauert, desto größer die Datei, desto länger dauert das mit dem Schneiden, mit dem Exportieren, mit dem Hochladen. Und das wollte ich, wie gesagt, heute eigentlich noch raushauen. Azuril. Übrigens, dieses Azumache, also das Dicke am Ende, fehlt noch für die Collection Challenge. Könnte man raiden, könnte man aber auch aus Aufgabe, fange 15 Owei bekommen oder so, hat mir der vorbelastet und der Jojo so schön erklärt. Jetzt sind alle hier weg, wir sammeln wieder und gucken, dass wir wieder 9 Zweier bekommen. Es ist passiert wie Tomaten, wir haben ein 10 Kilometer Ei aufgesammelt. Das dauert natürlich jetzt 3,3. Ein Fünfer ist auch wieder dabei. Das heißt, wir haben 7 von 9. Würden jetzt auf 64 kommen. Skobbel fängt natürlich an. 535. Ich habe gar nicht so viele Skobbel gefangen. Soll das alles vom Brüten sein oder was? 535 XL. Gerade bei den Pokémon, die man nicht braucht, kriegt man alles hinterhergeworfen. Sehr schön. Fehlt jetzt nur noch das Shiny, ne? Ihr wisst, das ist ja alles natürlich schon dazu gerechnet, dazu addiert und mittlerweile hat sich auch eine Frau hier neben mich gestellt. Da drüben, das ist schon seit 10 Jahren leer, das Auto, keine Ahnung. Hier ein Vonera, leider wieder kein Shiny, aber trotzdem schon das dritte. Jetzt, während wir nur einmal im Faxo insgesamt gebrütet haben, viertes Ei. Und über was würde ich mich denn noch freuen? Nichts, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, Skoppel musst du nicht brüten. Skoppel kriegst du wild. Azuril haben wir schon. Ja. Geronimats. Ich glaube, ein paar Raids würde ich halt trotzdem machen. Einfach mal so ein bisschen, um die Medaille zu pushen. Außer es kommt hier eins raus, aber Geronimats. Boah. Braucht man Geronimats? Ist das gut für irgendwas? Vor allem die Weiterentwicklung. Meiner Meinung nach ist es sowieso nichts gut. Was ist schon gut in Pokémon Go? Nichts. Das Einzigste, ist es überhaupt sinnvoll, Vonera mit Blumenkranz zu brüten? Wenn ihr ein Shiny Vonera habt, warum dann eins noch mit Blumenkranz? Was einfach total idiotisch ist. So viele Brutmaschinen ausgeben für ein Shiny, was ihr schon habt, nur weil es ein paar Blüten am Kopf hat. Aber okay, den Sinn von Pokémon, ne, der war ja noch nie so richtig da. Einfach nur Geld und Zeug und Eier suchen. Ach Leute, so macht das Ganze keinen Spaß. Ich habe schon wieder ein 5er Ei aufgesammelt, schon wieder ein 10 Kilometer Ei. Das heißt, effektiv sind wir jetzt von 64 auf 69 gerutscht. Also 5 Eier kamen dazu. Irgendwie zieht es sich immer länger, hier mal fertig zu werden. Da ein Knospi. Habe ich auf einem kleinen Account gestern auch, glaube ich, Shiny gebrütet.
auf der Suche nach Vonera. Brauche ich natürlich nicht. Habe letztens ja auch eins verlost gehabt. Dodge City hat da eins bekommen. Hier Picochilla, was sind das für Drecks-Pokémon? Picochilla aus dem 2-Kilometer-Ei. Packt halt noch Wampel rein am besten oder irgendwas. Freut euch, wenn das auch noch am Start ist. Togepi ist okay. Steht ja eh noch aus, ob man vielleicht Togepi-Raids, also Togetic-Raids für Zuschauer macht oder Mega-Schlappo-Raids. Viele haben jetzt schon wieder gesagt, Togetic, Togetic, wow, wo wir Togetic erst gemacht haben. Und ihr ja Togetic brüten können, wie ihr seht. Aber die meisten Leute haben keinen Bock auf Brüten, glaube ich. Eins ist noch da. 69, noch 31 Eier, bis wir die 100 haben. Aber das nächste Vonera wenigstens. Das macht ein bisschen Hoffnung. Weil ich sehe aus wie Sonja Zietlow, wenn ich so gucke. Weil ich schiel, wenn ich so gucke. Weil ich gleichzeitig da und da versuche hinzugucken. Ihr seht, wie es hier vorangeht. 2 Zehner, 2 Fünfer sind drin. Das eine Fünfer könnte jetzt bei der nächsten Fuhre mit aufgehen. Mal gucken. Und wenn jetzt noch eins kommt, dann fräse ich einen Besen. So, wir haben 5 neue 2 Kilometer Eier aufgenommen. Und die 2 Fünfer gehen sogar auch mit auf. Das heißt, wir haben gleich mehr Platz. Und können dann 7 Stück aufnehmen. Wären dann jetzt gleich bei 76. Hydropi. Haben wir, glaube ich, heute auch noch gar nicht gehabt. Manchmal denkt man, ja, das ist noch ein altes Ei gewesen. Genau, nach über 70 Eiern ist halt einfach noch ein altes Ei mit drin. Also ich verstehe die Event-Eier wirklich überhaupt gar nicht. Monozyto, war das jetzt das Fünfer? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Müsste jetzt das Fünfer gewesen sein, dass da Monozyto drin ist. Das ist okay, das ist erlaubt, das darf, ist ruhig. Vulcano? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr, okay. Wow, wie selten ist denn bitteschön Vulcano, ey. Da muss man ja richtig Glück haben, dann Shiny Vulcano zu brüten, wenn das so selten aus dem Ei kommt. Genau, da ist wieder Owei drin. Den braucht man eigentlich auch nicht. Oder vergucke ich mich wegen der Farbe? Aber Hydropi, Monozyto und Vulcano, seltene Gäste. Bisher alle nur einmal da gewesen. 2 können nur 5er gewesen sein, aber beim Vulcano war ich mir sicher, dass das eigentlich ein 2er war. Sah auf jeden Fall so aus. Hier ist das 5er, das zweite. Neben Monozyto. Und wir haben Drasler. Drasler war heute schon mal da, auch aus dem 5er. Das passt also. Darauf kann man sich wenigstens verlassen, dass Drasler seine Sache macht. Ansonsten ist 14.30 Uhr. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch gehen soll. Azuril noch dabei. 24 wären es ja noch. Kommt drauf an, wie viele 10er-Eier, wie viele 5er-Eier jetzt wieder hier reinfliegen. Die sind noch am Start. Das geht auf jeden Fall beim nächsten mit auf. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Wir sammeln wieder 2er und dann... Ach. So, wir haben es geschafft, dass wieder mal 8 Eier aufgehen. Das eine 10er ist natürlich noch dabei. Eins steht noch aus. Wir sind dann jetzt insgesamt bei 84 nach der Runde. Skobbel eröffnet wieder mal. Habt ihr schon ein Shiny Skobbel? Schreibt's mal in die Kommentare. Habt ihr überhaupt irgendwas? Schreibt's in die Kommentare. Skobbel Nummer 2. Sehr schön. Gerade war Lady Gaga drauf. Muss man gleich wieder ausmachen. Da ist das 10er-Ei. Da kann ja jetzt mal ein Milzer drin sein oder so. Und es ist ein Riolu. Vielleicht ist es ja ein 100er. Das bewerten wir mal, ja? Ja, okay. Das ist weit entfernt vom 100er. Das ist einfach nur wirklicher Trash. Wenn die Skobbeln daran noch hier sitzen, wenn die Folge aus ist, würde ich da aber auch fix mal den Shiny-Check machen. Nicht jetzt, ja? Das hält alles auf. Noch ein Azuril. Sitzt noch 2 Waumbel, 2 Ostereier. Also die Würmer an den Eiern, das verheißt auf jeden Fall nichts Gutes. Akku ist auch gleich leer. Geronimatz am Start, aber auch kein Shiny. 220 Bonbons insgesamt, okay. Ihr wisst, aus 2 Kilometer Eiern kriegt ihr sowieso nicht so viel Bonbons. Wären die jetzt alle aus 10 Kilometer Eiern gekommen, hätten wir bestimmt schon 1000 Geronimatz Bonbons oder irgendwas. Noch eins, leider auch kein Shiny. Obwohl ich ja, wie gesagt, schon das Shiny habe und auch die Weiterentwicklung als Shiny, aber leider als Lucky Shiny, die Weiterentwicklung. Das nächste Pichu, wieder mit Blumenkranz, ist auf jeden Fall sehr wichtig.
275 XL, über 10.000 Bonbons, da könnten wir ein Pikachu mal auf Level 50 ziehen. Beziehungsweise würde man ja wahrscheinlich einen Raichu oder wir nehmen einen Pichu. Ein 100% Shiny Pichu auf Level 50, das wäre doch auch was Feines. Obwohl eigentlich wäre es nur Staubverschwendung, also lasst es einfach sein. Eins haben wir hier noch drin, das müsste beim nächsten Mal auch aufgehen. Und gucken wir, ob wir nochmal zwei, acht, Zweier, also 8-2 Kilometer Eier zusammenkriegen. So, der Endspurt ist eingelegt. Wir haben nochmal 8-2 Kilometer Eier. Ein 10er Ei geht noch auf, das heißt, wir landen bei 93 Eiern. Pichu kann auf jeden Fall weg. Das heißt, 7 Stück würden reichen. Wenn jetzt aber alles auf ist, dann machen wir für die Abschlussrunde natürlich nochmal 9 Eier und sind dann für. Togepi! Diesmal ohne Blumenkranz und zu entwickeln. Und wie war das? Hat nicht einer 100 Jahre lang gefragt: Hey, hat jemand einen Shiny Togepi für mich? Togepi. Wow, das dritte Shiny nach 10 Millionen Eiern. Ich will doch aber nur Vonera haben. Und Geronimatz vielleicht. Da geht noch was, wie gesagt. Sind wir dann 93 plus 7, 8, 9 bei 102 Eiern. Das machen wir noch. Vielleicht ist auch wieder ein 10er dabei. Also theoretisch, wenn ich zwei 10er kriege, haben sie halt Pech, die 10er, da gehen die 10er nicht noch mit auf. Wir sehen, dass wir 7, 2 Kilometer Eier noch kriegen, dass das genau aufgeht. Bla bla bla, da sitzt ein Pikachu. Yalla, yalla, yalla. Irgendwie muss ich gerade an Leslie Nielsen denken. So, ein Mediti. Das ist auf jeden Fall ultra selten. Das ist das allererste Mediti, was ich heute hier in diesem Eye-Opening ziehe. Da ist das 10er Ei, jetzt das Milzer. Hinterher, in Shiny, 100%. 10 Flampion ist auch cool. Ja, gibt auch 8 XL Bonbons. Ich sehe schon, dass das zeitlich sich einfach nicht ausgeht. Keine Ahnung. Müssen die Leute halt ein bisschen warten. Hau ich das Video halt abends raus. Noch ein Pichu. Ray da hinten ist auch fast um. Noch ein Pichu, ja, weiß ich jetzt schon. Kann nämlich durch die Eier durchgucken. Das Lustige ist, manche haben ja diese Eitransparenz. Bei mir ist die leider nicht da. Ich habe die leider nicht. Noch ein Togepi. Da würdet ihr ja sehen, was alles aus dem Ei schlüpfen kann. Dann hätte ich auch schon gesehen, dass da Mediti drin sein kann oder Dummiesel oder sonst was. Ist halt ein bisschen komisch gemacht. Schöner wäre es, dass das jetzt zu dem Zeitpunkt für alle verfügbar ist, dass jeder genau weiß, worauf er sich einlässt. Das war die vorletzte Fuhre. Jetzt noch einmal sammeln. 93, 7 Stück braucht man noch. Und dann ein letztes Mal Opening. So, die letzten 9 Eier gehen auf. Es sind nochmal 9, 2 Kilometer Eier geworden. Also die Chance auf Vulcano. Okay, das zweite Vulcano. Warum nicht? Nimmt man mit. Komm, jetzt noch ein Mediti, jetzt noch ein Dummiesel, jetzt noch ein Kabador, jetzt nochmal alles zum Schluss. Togepi? Okay. Gibt wenigstens Bonbons, 2100 noch was. Das Gute ist, die Togepi kann man alle jetzt einfach wegschicken, also tauschen, für safe ein XL-Candy. Je mehr Togepi, desto besser. Dann noch 100 Togetic Raids machen und die auch alle dann tauschen mit jemandem, also über 100 Kilometer, um wieder ein XL-Bonbon zu bekommen, um irgendwann dann ein Level 50er... Flemli, um irgendwann ein Level 50er Togekiss zu haben, mit 100% als Best Buddy, das ist bestimmt auf jeden Fall heftig. Bestimmt, auf jeden Fall bestimmt. Und ein Skoppel. Ich kann euch sogar ein Skoppel Shiny zeigen, fällt mir gerade auf. Unabhängig davon, was hier gerade passiert. Lassen wir die letzten noch durch. Sind wie gesagt dann bei 102 Eiern angelangt, also keine Ahnung, wie lange das Video geht. Kann man ja mal machen, so als Statistik aus 100 Eiern. Wie viele Pokémon wurden gebrütet? 102. Das war einfach. Aber wie viele davon waren Skoppel? Wie viele davon waren Pichu? Wie viele waren Vonera? Wie viele waren Dummiesel? Also könnt ihr eine kleine prozentuale Statistik sozusagen daraus schließen.
100 ist immer eine gute Zahl. Skobbel, ja, am Anfang kam das gar nicht, jetzt kommt es halt immer zu. Skobbel hier, Skobbel da. Das ist jetzt auch noch eins, wie gesagt. Die Eier haben sich gehalten. Oweis sind auch noch am Start. Wir machen dann noch Shiny-Check beim Skobbel, was da sitzt. Zum Abschluss noch ein Pichu. Pichu sollte am häufigsten eigentlich drin sein. Muss ich sagen. Hat jeder Account wahrscheinlich mittlerweile schon einen Shiny jetzt gebrütet. Machen wir kurz den Shiny-Check. Das ist nix, okay. Um es euch ordentlich zu zeigen, machen wir es natürlich so. Und jetzt wollen wir mal ganz kurz nochmal rein. Für die Statistik, ja, gehen wir nochmal auf Schillernd. Und wir sehen hier, oder ihr seht, Togepi gebrütet, Azurill gebrütet, Pichu gebrütet. Da ist aber noch schon ein Pichu gewesen. Schon noch, also schon eins und überhaupt Mauzi hier war auch gebrütet. Und hier ist sogar ein Shiny Skoppel. Also es fehlt noch ein Skoppel, es fehlen zwei Hytera. Chanera, genau. Ja, Vonera halt. Wir wollten auch mal gucken nach 4 Sterne. Ihr wisst ja, gerade wenn ihr irgendeinen C-Day spielt oder so, 100er Wert nicht weiß, wisst, gebt ruhig mal. Hey, gebt ruhig mal 4 Sterne ein, dann seht ihr nämlich, was für 100%ige dabei waren und so wie es aussieht. Haben wir hier 3 Stück bekommen. Ein 100er Haspiroar, ein 100er Vonera, das ist ja genial, und ein 100er Azurill. 100% Babys sind auf jeden Fall immer was ganz Besonderes. Das ist zwar kein Baby, egal, aber wahrscheinlich gebrütet. 100% Vonera mit Blumenkranz. Nimmt man auf jeden Fall mal mit. Müsste da 15 Kilometer laufen zum Entwickeln. Das war's jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und schreibt mal rein, habt ihr auch Eier gebrütet? Was habt ihr so bekommen? Habt ihr ein Shiny gebrütet im Frühlings-Event? Und wer hat ein Shiny Vonera mit Blumenkranz? Der kann sich gerne bei mir melden. Ich hab euch doch so lieb. Ja, Spaß beiseite. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.